Wuhu! Hat's geklappt? Nein. Gut, dann brauche ich ja immer noch sowas. Ist ja traumhaft. Jetzt würde ich sagen, das nach oben geht. Was geht nach oben? Und der Atmosphärengenerator, den hole ich mir dann auch gleich. Und was wollen die denn hier überhaupt jetzt? Ist ja okay, locker bleiben. Also labert mit mir, labert mit mir. Die haben auch mein Schiff geklaut. Was wollt ihr denn? Wir vom Übergroßreich haben Spodes Wort angenommen, du aber nicht. Was können wir wohl gemeinsam haben? Ich gehöre zum Milatora-Spezies. Der einzige wahre Feind ist der, den Spode einem Gläubigen schenkt. Ja, genau. Die haben was für mich? Oh, Reisende 1-Plakette. Getreidekreise. Okay, braucht man unbedingt. Okay, als Außerirdischer braucht man sowas. Und eine Beförderung. Glückwunsch, du hast dir den Titel Admiral verdient. Knorke. Beschütze den Priester auf dem Planeten Finrid Blamos. Wo ist das denn? Im Autor-Sternsystem. Da ist es. Wie gerufen. Findirimos, Findiridimos, Blamos, genau. Oh, und wir werden runtergeblieben. Dann bastel ich mal wieder an mir rum. Ich spiele da an mir rum. Da. Stufe 1, Brot-Eckor-Hülle. Ja. Mach ich mal den Hodenschutz da weg. Und mach das Ding dahin. Obwohl. Es kommt an die Schultern. Es passt mehr an die Schultern. Das kommt an die Schultern. Was macht das Ding? Höher. Okay. Breiter. Ein bisschen weiter runter. So. So. Das geht doch. Obwohl. Hier die Dinger. Gucken durch. Okay. Das geht. Das geht. Bemalen braucht man nicht. Testlauf auch nicht. Nee. Ist ja Verteidigung nur, oder? Energie. Gesundheitsregeneration. Ach, egal. Ich mach jetzt annehmen. Und beam me down. Scotty. Genau. Hinunterbeamen. Machen wir. Beschütze den alten Priester auf seiner Reise zum Tempel von Spode. Spode scheint der Gott von denen zu sein, woran die glauben. Dann werden wir denen mal helfen. Da ist er wohl. Wolverine ist da. Priester Faloha erwartet deine Ankunft. Er braucht deinen Schutz bei seiner Reise zum Tempel von Spode. Spode, da ist er. Da ist er. Hallöchen, Priester Faloha. Hi. Noch so ein unerfahrener Naivling. Bei Spode konnten sie denn keine besseren Beschützer für mich finden? Spode sei gepriesen. Bist du gekommen, um mir bei meiner Reise beizustehen? Jo, Vorsicht ist geboten. Ich habe auf diesem gefährlichen Weg schon so manche Gefährten verloren. Viele hier sind gegen Spodes Weg. Komm, folgen wir dem Pfad. Er wird uns zum Tempel führen. Oh je, dieser Fremde ist doch viel zu schwach für die Aufgabe, die vor uns liegt. Wo müssen wir denn hin? Ach, der läuft mir jetzt hinterher, okay. Dann, wo ist denn das Ziel? Wo ist unser Ziel? Sehe ich das irgendwo? Nein. Okay. Dann
Gehen wir, es ist nicht weit. Ja, wohin denn? Und meiner bewegt sich nicht mehr. Warum bewegt meiner sich nicht mehr? Der ist hier gegen den Busch gelaufen und bewegt sich nicht mehr. Weg hier. Hallo? Hallo? Ja, ich kann mich hier gerade gar nicht bewegen. Kann ich springen? Nein, springen kann ich auch nicht. Hallo? Okay, scheint ein bisschen buggy zu sein. Machen wir es nochmal. Überspringen, labern. Übersprungen. Und jetzt kommst du mit? Ja, wer kommt mit? Wo müssen wir denn hin? Ich renne da jetzt mal einfach lang. Irgendwo. Wo ist denn ein Tempel? Da scheint was zu sein. Können wir da rüber? Ja. Er folgt mir auch noch. Jo. Ich glaube, ich sollte mal... Ach nee, warum sollte ich warten? Schiff der... Okay. Ich glaube, die sind gegen uns. Oh ja, das sind sie. Ja, gut zu wissen. Nochmal. Gut, wir werden hier also angegriffen und müssen den Typ irgendwo hinbringen, wovon wir keine Ahnung haben. Wo muss der denn hin? Dann renne ich mal hier lang über Land. Wo zur Hölle muss der denn hin? Irgendein Tempel. Aber wo ist der denn? Ich kann hier nirgendwo... Und da werden wir gleich angegriffen. Ist toll. Nicht. Attacke. Nicht wir werden angegriffen, sondern er... Oh. One hit. Die schwarzen Klauen greifen... Moment. Ah, ich will lesen. Kann ich stoppen? Ja, gut. Die schwarzen Klauen greifen den Tempel an. Beile... Beeil dich, du musst dort sein, bevor es zu spät ist. Toll. Dann rammen. Und meine Superklaue macht bei den One-Hit super gut. Da ist der Tempel. Hin, hin, hin. Priester. Oh, wie die hier schreien. Wo ist denn der Priester? Wo ist der Priester? Da kommt er. Gut. Komm her. Ach, und da sind die Angreifer. Nein, komm zu mir. Bleibt stehen, ihr Verunstalter des Tempels. Gut. Da ist noch einer. Attacke. Und noch einer. Wo denn noch? Da ist noch einer. Ein kleiner Zwerg. Noch jemand? Will sich noch jemand mit mir anlegen? Der Superklaue von Spode. Hier scheint irgendwo noch was zu sein, oder? Leben. Okay. Ach so, wir können weiter rein, okay. Rennen. Da oben ist der Tempel, gut. Auf zum Tempel. Verteidige den Tempel, machen wir.
Gut, alle down, außer der da. Gut. Bam. Got it. Verteidige Priester habe ich, oder? Passiert hier noch was? Da oben läuft Zeit ab. Ist das jetzt meine von der Quelle? Ah, okay, die Angreifer kommen wieder. Und alle stehen da drum rum, dass ich keinen treffen kann. Super. Die kommen da von unten immer angerannt. Kap. Bam. Zack. Die werden da immer hingespawnt. Super fair. Auf ihn, meine tapferen Mithelfer. Drei, zwei, eins. Gut. Der Tempel ist sicher. Priester Falloa und die Dorfbewohner stehen in deiner Schuld. Sprich mit Priester Falloa. Hallo, Falloa. Danke, Fremder. Ich gebe zu, dass ich anfangs nicht geglaubt habe, dass du stark genug bist, uns zu verteidigen. Aber jetzt ist klar, warum dich Boda an diesem Tag zu uns geschickt hat. Deine tapfere Tat wird hier niemand so schnell vergessen. Leb wohl, möge Spodes Anwesenheit dich weiterhin bei deinen Reisen beschützen. Yo. Und wir tanzen da eine Runde ab und werden hochgebeamt. Spodes Macht sei gesegnet. Der Tempel ist gerettet. Kehre zurück zu deinem Schiff und berichte von deinem Erfolg. Gut. Fertig. Sauber. Erstatte auf dem Planeten Talinga Bericht. Da ist der Talinga. Der Talinga-Planet. Und wir werden die ganze Zeit von dem Raumschiff da verfolgt. Dem Abklatsch von unserem. Gut, 30.000. Okay. 30.000 haben wir gekriegt. Wir brauchen nur noch 60.000. Haben die denn da was für uns? Keine Ahnung, denn ich kann da nicht hinfliegen. So, jetzt. Haben die was für uns? Eine Mission. Jo, haben sie. Bringe uns ein Tschüssmund-Tier vom Planeten Brat 2. Machen wir. Vom Brat 2. Den habe ich jetzt öfters gesehen und weiß immer noch nicht, wo der ist. Ich glaube, da hinten. Brat 2. Wo ist denn Brat 2? Da ist Brat 2. Gut. Ein Tschüssmund. Was auch immer die immer mit den Viechern da vorhaben. Will's gar nicht wissen. Ich krieg Kohle dafür. Da ist er schon. Und weiter geht's. Das sieht aus wie ein Elch oder so. Kreaturen aus großer Höhe abzuwerfen, bringt sie um. Ja. Nicht, dass ich das gemacht hätte oder so. Nein. Gut. Was kriegen wir? 15.000. Gut. Haben die anderen denn was für uns? Wir waren da. Jetzt müssen wir da vielleicht mal hin. Irgendwie. So.